Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde, ich bin der Zap und wir sind auf dem Weg, weitere Informationen aus den Schriftrollen der Alten zu bekommen. Bitte? Aha, gut. Ich habe eine weitere Mod installiert, die mir meine NPCs und meine Follower, meine Standard-NPCs und meine Standard-Follower, so wollen wir es sagen, ein bisschen schöner und ein bisschen besser gestalten. Das haben wir hier gerade bei der netten Dame gesehen, die mir durch die Kamera gelaufen ist. Und das sehen wir hier auch an... erreichen wir bald die Lichtung der Ahnen. Genau. An Serana. Die sieht jetzt nämlich so aus. Also ein bisschen netter, ein bisschen hübscher teilweise und so weiter. Gut. Und ich habe mir gedacht... Bevor wir jetzt weiter mit der Hauptquest machen, gehen wir mal eben kurz nach Hause. Müssen da mal ein paar Klamotten, die wir die ganze Zeit durch die Gegend schleppen, mal loswerden. Und wir werden mal einen... ist das hell? Es ist hell. Wir werden mal einen neuen Follower uns anschaffen. Nicht Irenil, Irenil bleibt bei uns. Aber wir werden mal Camille, der werden wir mal ein bisschen Pause gönnen. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt erstmal nach Hause. Nach Hause geht's hier lang. So, dann schauen wir mal. Wir haben ja so viel Kram mit. Und Irenil schickt noch ein paar Drachenknochen mit sich rum von uns. Aha. Zeig nicht auf mich, zeig auf ihn. Nicht auf mich, auf ihn. So, und zu Hause angekommen, ist es schon wieder Nacht. Okay. Und hinein. Ja, natürlich ist es immer so ein... so eine Balance zwischen wie viel Mods installiert man, wie viele NPCs bzw. Followers installiert man und wie lang ist dann die Ladezeit. Aber ich glaube, das hält sich bei mir noch im Rahmen, dass das in Ordnung ist. So, eine Fackel brauchen wir hier nicht, glaube ich, oder? Legen wir sie mal weg. Ah, Fackel brauchen wir nicht. So, pass auf. Wo parken wir dich denn, Camille? Camille, du... Bin immer noch da. Kannst hier mal warten. Geht nur. Dankeschön. Das ist nett von dir. So, jetzt... Ach ja, Serana, du warst ja noch gar nicht hier, ne? Das ist hier mein Zuhause. Genau. So. So, jetzt stopfen wir erstmal ein paar Bücher in die dafür vorgesehenen Regale. Wir haben ja einige mit. So, welche Bücher? Welche Bücher stopfen wir denn? Das stopfen wir. Das stopfen wir. Kann ich nicht. Warum nicht? Da oben ist aber auch unaufgeräumt, oder? Sollen wir mal die ganzen komischen kleinen Sachen hier unten hinpacken? So. Hier die ganzen kleinen Sachen. Die ganzen kleinen Sachen. Schwupp, jetzt steht da noch ein Buch. Ich müsste doch eigentlich hier auch das aktivieren können, oder? Jede Reihe einzeln. So, und das stelle ich jetzt. Wo habe ich sie? Hier stelle ich mal das Buch rein, das Buch rein, das und das und das und das.
Das auch. Okay, voll. Ja gut. Schwupp, ist es voll. So. Und dann kann ich hier oben, kann ich noch mal eins reinstellen. Kann ich noch ein paar reinstellen. So, pass auf, dann machen wir das und das, das, das. Die und dann die. Schon wieder voll. Naja. So, dann haben wir das voll. Und jetzt nehmen wir das da unten. Genau, es ist leer. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch einige. So. Schriftrolle der Alten, das nehmen wir nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Vampir-Notiz nehmen wir auch nicht. Zauberbücher haben wir auch. Die Zauberbücher, die lassen wir mal auch. Zauberbuch. Das Tagebuch von ihr können wir eigentlich auch. Ja, das. So, pass auf. Wollen wir denn die Zauberbücher? Die Zauberbücher, was machen wir denn damit? Kennen wir denn die Zauber alle? Schau mal. Zauberbuch. Jetzt kennen wir ihn. Heilung kennst du bereits. Okay. Totenbeschwörung, Zombie erwecken. Was ich alles kann. Gesundheit wiederherstellen. Zaubertrankrezept. Aha. Okay. Dann könnte ich ja das eine Zauberbuch. Komm, ich lass mal hier. Lass ich mal die Zauberbücher. So. Hier in diesem lassen wir mal die Zauberbücher. Zauberbuch Heilung. 1, 2. So, da liegen sie. Das sieht schon der. Ups, lass mich mal bitte vorbei. So, das sieht schon sehr cool aus, wenn die Regale voll sind, oder? Das finde ich toll. So, jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Brief. Den nehmen wir mal da raus. Können wir denn hier oben noch. Nein. Ich wollte eigentlich hier Regal aktivieren. Können wir da noch Bücher dazustellen? Haben wir denn Brief eines Freundes? Was ist denn da? Annalen der Drachenwache. Das können wir da mit reinlegen. So, was haben wir noch? Den ganzen Kleinkram. Vampirnotizen. Hier ist ein Buch Zufallsfehler. So, okay, dann steht das mit dabei. Die können wir eigentlich, die drei. Entschuldigung, da müsst ihr jetzt auch wieder mit mir durch. Ich muss jetzt hier aufräumen. So, schubs nicht, Irenil. Nicht schubsen. So, und die packen wir mal hier rein. So, die packen wir mal da rein. Was haben wir denn? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Vampir-Notizen brauchen wir nicht. Da unten haben wir noch was. Über die Dreamer.
Was sind da so solche Sachen? So, wie sieht das aus? Ja, über das sind dann doch keine Bücher, seht ihr? Ach so, das ist der Brief vom Jarl. Ja, den muss ich natürlich haben. Kultistenbefehle nehme ich auch mit. So, gut. Und jetzt, der letzte Teil ist, da packe ich da den ganzen anderen Kram jetzt rein. Die ganzen komischen. Ja, die hier und die ganzen kleinen Sachen. So, Kultistenbefehle und die rätselhafte Notiz. Ja, okay, ich kann nicht so viel da reinstellen. So. Auch wenn da wieder ein paar Bücher dabei sind, das soll mir jetzt egal sein. Das kann ich ja später nochmal machen. So, passt auf. Dann haben wir jetzt viele Bücher in vielen Regalen. Viele Bücher in vielen Regalen. Da habe ich eigentlich noch welche. Ja, das und das und Rezept Gesundheit wiederherstellen. Das gucken wir mal. Kann ich denn damit was anfangen? Mit dem Rezept Gesundheit wiederherstellen. Lesen. Koboldschemel und Weizen. Aha. Na gut. So. Hier habe ich ja ganz viel von diesem Alchemiezeug. So. Das kann ja auch so. Das kann ja auch so bleiben. Alle. Alle Pilze, das ganze Alchemiezeug, das bleibt jetzt alles da drin. Oh, was ich für ein Kram hab. Alle. Ja. Alle. So, dann habe ich das schon mal alles da drin. Dann habe ich das schon mal da drin. So, das ist das Alchemielabor. Ja gut, das ist der Verzauberer, das Alchemielabor ist wurscht. Ich gucke mal. Jetzt hör da auf zu schubsen. Ey, da wollte ich gerade dran. Geh weg. Okay, dann bringen wir erst die anderen Klamotten da weg. Wenn sie unbedingt da dran will, dann bringen wir erst unsere anderen Klamotten hier in die Kiste. Und zwar alle. So. So, was haben wir denn noch? Da haben wir nichts mehr. Okay, da haben wir auch nichts mehr. Das geben wir oben ab. Okay, gut. Also haben wir da alles reingepackt. Unsere Essensvorräte, die packen wir hier rein. Packen wir die hier rein, hier in den, auf, in den Schrank, oder? Haben wir noch was? Was ist hier? Truhe. Ja, da ist der Schrank für unsere Essensvorräte eigentlich besser geeignet. So, Gold liegt da auch drin, das nehmen wir uns mal. So, und jetzt packst du da mal den ganzen Essenskram rein, Siri. Den ganzen Essenskram. So.
Das machen wir auch. Alles da rein. Okay. Es sieht doch gut aus. Guck mal unten rechts, wie viel ich schon wieder tragen kann. Ja. So. Okay. Gut. So, du hast aber, glaube ich, noch... Bin immer noch ja, da. Ja, ich weiß. Du hast aber, glaube ich, noch ein paar Drachenknochen. Was soll ich nehmen? Ja, du sollst mir was geben. Und zwar... die Drachenschuppen. Die musst du ja nicht alle rumschleppen. Ich nehme die. Ich nehme die. Und das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Hier die Flöte, die nehme ich auch. Hirschfell, Leder, Lederstreifen. Das kannst du mir alles geben. Leintuch, Stoßen. Das kannst du mir alles geben. Ja, alle. 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 So. Und das bringe ich jetzt mal eben nach unten. Geht ihr voran? Ja, mache ich. Ich kann zwar jetzt nicht so schnell laufen, aber das geht schon. Dann müssen wir mal eben unsere Finanzen nochmal, was ich hier alles schon hängen. Die Püppchen, die werde ich auch mal irgendwann aktivieren, dass da mal was Gescheites dran ist. Schöne Rüstung oder so. Ja, ich weiß, ich trage zu viel, aber das lasse ich ja jetzt alles hier in dieser Kiste. Das lasse ich jetzt alles hier in dieser Kiste. Bitte alles. So. Gut. So, was habe ich jetzt noch? Ich habe noch ein bisschen Schmuck. Das kann ich jetzt oben lassen. So einen Bogen habe ich noch. Nordpfeile. Ja, den Schmuck, den lasse ich oben. Und den Rest, das ist einfach in Ordnung. Der Rest, das ist in Ordnung. Lass mich mal da vorbei. So. Den Schmuck, den lasse ich hier. Alles. Okay. So. Jetzt haben wir nämlich nur noch Gold 771. Okay. Diese Vampirrüstung, die habe ich auch noch. Okay. Ja. Ist denn da noch was drin an Geld? Ich guck mal eben. Ja. 4.000 und da ist noch Geld drin. Da ist noch Geld drin. Okay. So, sollen wir denn diese Drachenschuppen, sollen wir die denn mal verkaufen? Dann nehme ich noch mal ein paar mit, dann können wir die nämlich noch mal verkaufen. So. Drachenknochen. Und ich trage schon wieder zu viel. Boah, die sind aber auch schwer. So, wie viele lege ich denn? 9. 9 geht noch nicht. Doch, 9 geht. 9 geht. Drachenknochen. Wie viele? 2. Das geht auch noch. Das geht. Okay. So. Jetzt. Ihr müsstet mich mal eben hier durchlassen, Ladies. Ja, durchlassen. Danke. Gut. Jetzt noch mal ganz kurz hier in die Truhe was reingeschmissen. Kann ich in die Truhe was reinschmeißen? Was haben wir denn hier? Nee, die verkaufe ich jetzt.
die königliche Vampirrüstung. Mal gucken, wer die mir abkauft. Armbrust, die behalte ich. Das kann ich ablegen. Kann ich aus dem Inventar entfernen werden. Ja, dann halt nicht. Gut, dann halt nicht. Ladies, das war's erstmal. Kommt er mit? Kamelle bleibt hier. Wir gehen jetzt mal Sachen verkaufen. So, wir gehen jetzt Sachen verkaufen. Und zwar, wo gehen wir denn hin? Nach Weißlauf? Ja, komm, wir gehen nach Weißlauf. Ich glaube, Weißlauf ist gut dafür. So, es ist natürlich immer noch dunkel, was uns als Vampir natürlich sehr entgegenkommt. Aber nicht, wenn wir einkaufen gehen wollen. Das kommt uns dann nicht so sehr entgegen. Gut, also warten wir mal. Wir warten mal 8 Stunden. Dann müssten sie eigentlich wieder aufhaben. So. Ah ja, lass mich schnell rein. Sonne. Hier findet eigentlich jeder etwas. Ja. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Natürlich. Alles steht zum Verkauf. Werft einen Blick darauf. Das mache ich. Aber ich will eigentlich im Moment nichts von dir kaufen, glaube ich. Ich muss mal gucken, was du so hast. Aber ich gebe dir jetzt erstmal hier meine Drachenknochen. Aha, der Verkäufer besitzt kein Geld mehr. Das ist natürlich super, Billetor. Werf deinen Blick darauf. Ja, jetzt zeig mal, was du hast. Vielleicht brauche ich ja was. Der Bettlerprinz Dietriche. Gib mal 6 Dietriche. Eisenerz brauche ich nicht. Fell brauche ich auch nicht. Großer Seelenstein, da brauche ich jetzt im Moment auch keine von. Ich glaube, ich habe sogar noch einen schwarzen Seelenstein. Lehrlingsrobe. Irgendwo habe ich mal gelesen. Zauberbuch Eichenhaut. Ach komm, das gibt mir auch mal. Das gibt mir auch mal. So, kannst du denn jetzt meine Drachenknochen? Wie viel hast du denn noch? Weiß ich gar nicht. Kannst du ein paar Dwemerquallen gebrauchen? Die kann er auch gebrauchen. Eine Flöte kannst du auch noch haben. So. Ja, und der Rest? Der Rest bleibt bei mir. Der Rest bleibt bei mir. Bitte kommt wieder. Kennst du denn irgendwelche Gerüchte noch hier? Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Ist das so? Nur ein kleiner Scherz. Natürlich.
Du bist ja ein total witziger. Okay, gut. Was denk für eine wundersame alles Stadt. Alles um euch die besten ja, ich weiß, dass das hier wundersam ist. Jetzt reisen wir nach Einsamkeit. Ich habe euch ja gesagt, wo haben wir eigentlich Einsamkeit? Da. Wir holen noch eine neue Begleiterin und wir müssen dann noch... wir müssen ja noch was verkaufen. So, schön, dass es dunkel ist. Ich guck mal eben ins Inventar. Wenn ich jetzt hier die Vampirrüstung, Magiker regeneriert sich 125% schneller. Die Verzauberung, die könnten wir doch... Ach nee, wir verkaufen es. Wir verkaufen es. Es ist dunkel. Ich weiß. Eure Augen gefallen mir. Es ist dunkel. So, hier. Dieses nächste Lied ist für Drachenblut, den Retter von Himmelsrand. Also für mich. Dunkel der Himmel von allen. Sie spielt ein Lied für mich. Ich habe schon viel über die Windmühle von Einsamkeit gelesen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß ist. Das Lied gefällt mir nicht. Das Befiehlen gefällt mir. Nein, mir gefällt es nicht. Schwierig und manchmal einfällig, aber ein guter Wein trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten den Krieg vor. Gute Idee. Wir wollen zu ihr. Ihr seht aus, als könntet ihr einen Schluck vertragen. Wie wäre es, bring mit doch einem etwas Met hoch, Junge. Das Fass hier ist fast leer. Wo willst du hin? Was kann ich für euch tun? Das kann ich dir sagen. Gib mir einfach irgendeines, Junge. Durstige da, ja. Mit leeren Metbechern. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Unterhalten wir uns mal, Daya. Okay. Von der Burg aus konnte man Einsamkeit gerade so eben über die Berge herausragen sehen. Unterhalten wir uns. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bis zum nächsten Mal. Ja. Willst du nicht mitkommen? Ich kann nicht mehr. Ich wollte eigentlich, dass sie... Bis zum nächsten Mal. Ich wollte eigentlich, dass sie mitkommt. Jetzt will sie nicht mehr. Also unterhalten wir uns war ja das eine. Ich wollte eigentlich, dass sie... Wo ist denn jetzt hin? Hallo? Daya? Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Ja, das ist ja auch einfacher als Gisli. Erikos Schwester. Tja. So, wo ist denn jetzt die Daya? Gerade war sie noch da. Was? Jetzt, bitte folgt mir. Ich brauche eure Hilfe. Geht voran. Das mache ich. So, das ist Daya. Hallo Daya. Ich mache mal eben die Fackel an, damit wir ein bisschen was sehen. So, Daya, dann sag doch mal eben ganz kurz, was du denn so für Spezialfähigkeiten hast. Waffen, Zweihand, Bogenschießen kannst du auch, Magiker hast du auch, Illusion, du hast von jedem ein bisschen. Okay. Resistenzen, Frost. Gut, Daya. Aber so wie du jetzt aussiehst, kannst du natürlich nicht bleiben. Da müssen wir dich mal ein bisschen anders einkleiden.
Das machen wir. Scheint immer mehr zu tun zu geben. Ja, das machen wir zu Hause. Dich neu einkleiden. Da habe ich nämlich schon eine Idee. Da habe ich eine Idee, wenn es denn mal gleich hier weitergeht. Ich drehe mal hier diesen Amboss. So lange. So. Und verkaufen kann mein ich. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Ja, dein Cousin ist ja auch stärker als du. So. Die Cousine des Kaisers, Vittoria Vicky, wird sich bald vermählen. Und der Empfang wird öffentlich sein. Alle Bürger von Einsamkeit können daran teilnehmen. Hoffentlich super. Erreichen wir bald die Lichtung der Armen. Ja. Ach, was für eine Freude. Noch ein reizender Kunde. Ja. Macht ihr auf diese Art Geschäfte? Glänzende Gewänder hat die beste Kleidung in ganz Himmelsrand. Darum kommen die Kunden zu uns. Aha. Schlechter Tag? Ja, wenn meine Kunden meine Zeit mit Schwatzen vergeuden und nichts kaufen wollen. Hm. Ja, ich würde ja ganz... Was machst du denn da? Ich würde ja ganz gerne was kaufen, wenn hier die Option stehen würde. Endlich. Ja, was endlich? Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich sein zu können. Das macht gar keinen Sinn. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. So, wo kann ich denn hier was kaufen? Bei wem? Ah, hallo. Wollt ihr etwas kaufen? Ja, ich will was kaufen. Wenn ihr nach dem Preis fragen müsst, seid ihr vielleicht im falschen Laden. Wir bieten Kleidung für die einflussreichsten Leute von Einsamkeit an. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Hm. Okay. Was stimmt denn nicht mit meiner Kleidung? Gar nichts. Was ihr anhabt, ist sehr nett. Ja. Wenn ihr aber etwas mit mehr Stil tragen wollt, dann solltet ihr euch unser Sortiment ansehen. Würde ich ja gerne machen. Aber ich kann nirgendwo. Danke, dass ihr hier einkauft. Ja, ich würde ja ganz gerne noch mehr einkaufen, aber die wollen mir hier alle nichts geben. Ja. Beeilt euch. Ach, was für eine Freude. Ja. Noch ein reizender Kunde. Muss ich dich hier... Ihr braucht etwas? Ja. Das ist keine Beleidigung, nur eine Feststellung. Okay. Wenn ich mit einer Wunde herumlaufen würde, würde ich wollen, dass ihr mir sagt, ich sollte einen Arzt aufsuchen. Was ihr da anhabt, ist so etwas wie eine offene Wunde. Jedenfalls in Sachen Mode. Also jetzt, ich hoffe wirklich... Jetzt mach mal halblang hier. Das ist aber auch... Dass ihr in Einsamkeit bleibt. Ja, diese Stadt könnte etwas frisches Blut gebrauchen. Guck mal, wie ich aussehe. Das ist doch jetzt nicht, ne? Doch nicht schlecht. Hey, komm mal her, ich bin noch nicht fertig. Ah, hallo, wollt ihr etwas kaufen? Wenn ihr nach dem Preis fragen müsst, seid ihr vielleicht im falschen Laden. Ihr wollt wirklich in den blauen Palast? Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Nee, darin sehe ich komplett albern aus. Dass ihr darin albern ausseht? Als könntet ihr noch alberner aussehen als jetzt. Hier kaufen wir nichts. Die beleidigen mich hier. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich ja, sein zu können. Vorbei. Die Chance war da. Ihr habt sie verpasst. Jetzt ist rum. So. Mögen die Göttlichen euch segnen. Dankeschön. Jetzt gehen wir nochmal nach Hause. Jetzt reisen wir nochmal eben nach Hause. Weil wir unsere neue Begleitung neu einkleiden wollen. Ich glaube nicht, dass die so bleiben kann. Ich habe mir da auch schon was überlegt.
was sie anziehen könnte. Ja, schon wieder Sonne. Schnell rein. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal schauen. So, jetzt gucken wir mal. Passt auf, was ich mir so gedacht habe. Ich habe mir ja gedacht, kommt ihr alle? 1, 2. Wo ist die dritte? Ja, die zickt wieder rum, oder? So ähnlich wie Camille, die hat auch immer rumgezickt. Stehst du jetzt vor der Tür oder was machst du? Aber ich habe ihr eigentlich gesagt, komm mit, oder? Genauso wie Camille, die hat auch immer so rumgezickt, bis sie irgendwann mal dann doch eingesehen hat, sie kommt mit. Stehst du hier vor der Tür oder bist du überhaupt nicht mitgekommen? Ups. Hallo? Ach, da bin ich. Wer rennt denn da unten lang? Hallo? Da hinten? Ach, nee, das seid ihr beide. Na gut, okay. Also, ich zeige euch ganz kurz, was ich vorhab und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin habe ich sie auch bestimmt wieder gefunden. Ich zeige euch ganz kurz, was ich glaube, was ihr ganz gut stehen würde. So, und zwar habe ich mir Folgendes gedacht. Upsala. Wir werden ihr mal was machen. Mal gucken, was man so machen kann. Das nicht. Nein, das auch nicht. Nein, alles nicht. Ja. Sowas habe ich mir gedacht. Vielleicht von Triss oder von Yennefer. Sowas. Also von Yennefer die Klamotten. Yennefers Outfit. Ich glaube, das Weiße, das würde mir ganz gut gefallen, glaube ich. Ja, vielleicht mit so einem Schal, ja, oder so einem Schal. Das müssen wir mal schauen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Zapp.